Moin moin ihr Lieben und willkommen zu einem kleinen Video, in dem es um ein eigentlich sehr heikles Thema geht. Michael Schumacher gegen Lewis Hamilton. Die beiden siebenfachen Weltmeister der Formel 1, die einzigen beiden siebenfachen Weltmeister. Und dieses Thema zieht sich ja jetzt schon seit Wochen durch die Formel 1. Und das hat angefangen damit, dass Lewis Hamilton Schumachers Rekord bei den Rennsiegen eingestellt hat. Und bereits da hat man fleißig diskutiert, ist Hamilton jetzt der beste Fahrer aller Zeiten oder nicht? Und ich saß da und habe mir gedacht, warum reden wir jetzt darüber? Er hat immer noch weniger WM-Titel und hat nicht mal den Siegrekord gebrochen, sondern ihn lediglich eingestellt. Und dann habe ich mir noch gedacht, selbst wenn er mehr Rennsiege jetzt hätte, dann hat Schumacher eigentlich den meiner Meinung nach wichtigeren Rekord, nämlich mehr Weltmeistertitel als Hamilton. Ich persönlich würde mehr WM-Titel immer mehr Rennsiegen vorziehen. Jetzt allerdings, Wochen später, hat Lewis Hamilton nicht nur mehr Rennsiege als Michael Schumacher, sondern auch genauso viele WM-Titel und dieses Thema wird auch immer wieder aufgekocht, immer wieder diskutiert. Zuallererst sei gesagt, Lewis Hamilton soll Anfang nächsten Jahres zum Ritter geschlagen werden. Ich finde das eine sehr coole Sache. Da kann man lediglich gratulieren und sich freuen, dass eben ein Sportler aus der Formel 1 dementsprechend gewürdigt wird. Ich glaube, dass es für uns alle als Motorsportfans eine sehr coole Sache ist. Abseits davon kann man natürlich, und das ist ein kleines Foreshadowing, viel vergleichen. Du kannst zahlreiche Rennen nehmen, analysieren und kannst im Endeffekt über viele Statistiken analytisch vielleicht für dich begründen, warum Lewis Hamilton oder Michael Schumacher die jeweils besseren Fahrer sind. Natürlich wäre es mit am einfachsten, auf die Zahlen zu gucken und zu sagen, der hat mehr Siege als der ist der bessere Fahrer. Und dabei entstehen auch sehr, sehr viele Aussagen, die Halbwahrheiten beinhalten oder gar komplett falsch sind. Und das ist dann nicht nur eine Meinungssache zu sagen, dass die falsch sind, sondern es ist dann tatsächlich so, dass sie falsch sind. Ich möchte da allerdings auch nicht tiefer ins Detail gehen, weil für mich persönlich geht es weniger um die Frage, wer von den beiden der bessere Fahrer ist, weil das muss jeder letztlich für sich selbst entscheiden und die Begründung dahinter ist ziemlich egal. Meine Begründung ist ziemlich egal. Allerdings sind auch die Begründungen von eigentlich jedem von uns ziemlich irrelevant. Denn egal wie sehr wir vergleichen, egal was wir machen, eine klare Antwort darauf gibt's nicht. Alles, was man machen kann, und das habe ich in den letzten Jahren immer und immer häufiger hinbekommen, und da hat mir auch Anton, mein Podcast-Kollege und langjähriger Freund, sehr dabei geholfen, indem er einmal einen sehr klugen Satz gesagt hat, als ich selbst ein bisschen gesagt habe, wird jetzt ein bisschen langweilig, Hamilton beim Siegen immer wieder zuzusehen. Und er meinte, diesmal aus der Perspektive, dass wir gerade den vielleicht erfolgreichsten und besten Fahrer aller Zeiten dabei zusehen können, wie er nach und nach seine Legacy aufbaut. Und wie gesagt, ob er der Beste ist oder nicht, sei dahingestellt. Mittlerweile ist er allerdings der Erfolgreichste. Und das hat mich zum Grübeln gebracht und seitdem, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, verfolge ich die Formel 1 mit ein wenig anderen Augen. Bis dahin war ich bereits eingestellt so, dass ich mir gedacht habe, möge der Beste gewinnen oder die beste Kombination aus Fahrer und Team. Und seitdem kann ich auch mit Freude zuschauen, auch wenn Lewis Hamilton ein Rennen gewinnt. Denn letzten Endes bin ich sehr froh darüber, dass ich zum einen eine Woche, bevor Michael Schumacher seinen ersten WM-Titel geholt hat, zur Welt kam und damit so gesehen in meiner gesamten Lebenszeit alle WM-Titel von Michael Schumacher und von Lewis Hamilton stattgefunden haben. Und zum anderen habe ich 5 von Michael Schumachers WM-Titeln bewusst mitbekommen, nämlich ab 2000, und alle 7 von Lewis Hamilton. Ebenso wie zum Beispiel auch alle 4 von Sebastian Vettel. Wenn man also so möchte, habe ich die beiden erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, Hamilton und Schumacher, in ihrer Blüte erlebt. Die Gänze ihrer Karriere mitbekommen, minus 2 WM-Titel bei Michael Schumacher natürlich, wo ich noch sehr, sehr kleiner Bub war, aber zumindest den größten Teil. Ich habe mitbekommen, wie Schumacher zu der damals größten Legende des Motorsports wurde. Und ich habe auch mitbekommen, wie Hamilton jetzt der erfolgreichste Fahrer der Formel 1 geworden ist. Und wenn wir nun auch Sebastian Vettel hinzuziehen, der ja immer wieder in Kritik gerät und auch immer wieder mal unter Beschuss steht, was das angeht,
dann haben wir drei der vier erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten in den letzten Jahren in der Formel 1 gehabt. Lediglich Juan Manuel Fangio steht da, was die WM-Titelanzahl angeht, in Klammern noch vor Sebastian Vettel. Ansonsten könnte man Alain Prost ungefähr auf ein Niveau mit Vettel setzen, was den Erfolg angeht. Vettel hat aber mehr Rennsiege, deswegen der Einfachheit halber, drei der vier erfolgreichsten Fahrer haben wir jetzt in der Formel 1 erlebt über die letzten 2,5 Jahrzehnte. Und ich finde es ein bisschen müßig, die ganze Zeit zu überlegen, wer der Stärkere ist, wer der Coolere ist, insbesondere weil so Gespräche im Internet mittlerweile teilweise vielleicht aufgrund fehlender Kommunikationsmittel schnell mal abdriften und persönlich werden. Und ich erfreue mich eher daran, dass man tatsächlich diesen Menschen bei dem, was wir alle so geil finden, beim Motorsport zuschauen können und zusehen können, wie nah an die Perfektion man ein Auto herantreiben kann. Und dabei rede ich jetzt nicht nur davon, wie Lewis Hamilton oder Michael Schumacher fahren, sondern natürlich auch, wie ein Sebastian Vettel unterwegs ist und jemand, den man nicht unterschlagen darf, ein Nico Rosberg, der ebenfalls 2016 Weltmeister wurde und damit sowohl Hamilton als auch Michael Schumacher im direkten Teamduell besiegen konnte. Ja, Schumacher, er war nicht mehr der Alte und so weiter und so fort. Das sei mal alles dahingestellt. Das sind Fahrer, die schlicht und ergreifend am absoluten Limit operieren, die unfassbar gut unterwegs sind und uns das geben, was wir an der Formel 1 so schön finden. Es sind die besten Fahrer in den besten Teams, in den besten Autos und Rennen für Rennen müssen sie das absolute Maximum abrufen und das tun sie meistens auch. Und deswegen bin ich froh, Michael Schumacher und Lewis Hamilton entsprechend miterleben zu können, / erlebt zu haben und bin auch froh auf den nächsten Fahrer, der dann vielleicht die Titel von beiden nochmal toppen wird. Wer weiß, ist es Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, ein anderer Fahrer? Noch wissen wir es nicht, aber ich freue mich auf die Zukunft und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was von dieser Sichtweise entsprechend abgeben konnte, auf die Formel 1 zu schauen und sich daran zu erfreuen, wenn ein Fahrer gerade Geschichte schreibt. Seine Geschichte schreibt, aber auch die Geschichte des Motorsports und uns mit seinen Fähigkeiten bereichert. Vielleicht ist dieses Video ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, als sich das viele Leute vorgestellt haben, als sie draufgeklickt haben. Vielleicht haben manche eine detaillierte Analyse erwartet, wer von den beiden jetzt besser war, Schumacher oder Hamilton. Eine Erwähnung von Vettel oder von Rosberg und Co. haben manche vielleicht gar nicht kommen sehen. Aber es ist für mich halt dann doch ein wichtiges Ding, dass man in gerade solchen Zeiten, wo halt sehr, sehr scharf gegeneinander diskutiert wird, man sich vielleicht auch mal zurückbesinnt und sagt, eigentlich haben wir es schon ziemlich cool, dass wir so krassen Leuten bei unserem Lieblingsthema, zumindest gilt es für mich, bei meinem Lieblingsthema zusehen können. Vielleicht mag einer von euch ja Fußball oder so mehr. Aber hey, entsprechend hoffe ich, dass dieses Video euch ein wenig etwas mitgeben konnte. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Abo raushauen und wir sehen uns demnächst wieder, ihr Lieben.